Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist vor über 2000 Jahren passiert. In dieser Geschichte geht es um einen Jungen. Der ist fast so alt wie ihr, in eurem Alter. Er ist 9 Jahre alt. Und dieser Junge, er heißt Simon. Simon ist ein Hirte. Und mit dem alten Jakob zusammen hütet er die Schafe. Die Schafe gehören weder dem Simon noch dem Jakob. Die Schafe gehören einem Mann, der heißt Abdon. Abdon ist ein reicher Mann. Er besitzt viel Geld und er besitzt viele Schafe. Aber um die Schafe kümmern kann er sich nicht. Das will er auch nicht, denn so eine Arbeit ist nichts für einen so reichen Mann. Simon und Jakob, die kümmern sich um die Schafe. Und heute haben sie einen besonderen Auftrag von Abdon erhalten. Sie müssen weit auf die Hügel gehen, denn der Nebel ist so weit unten im Tal, dass die Schafe fast verschwinden. So dicht ist der Nebel. Abdon möchte aber, dass die Schafe Sonne bekommen, Sonnenstrahlen, Wärme. Und so machen sich Simon und Jakob auf den Weg mit den Herden, mit den Schafen hinauf auf die Hügel. Gerade in dem Moment, wo sie die Nebeldecke durchbrechen und die ersten Sonnenstrahlen zu spüren sind, da springt etwas dem Simon entgegen. Ein kleines Lämpchen. Es ist so schneeweiß wie der Nebel selber. Simon nimmt es ganz vorsichtig auf den Arm und streichelt es. Es ist ein neugeborenes Lämpchen, ganz jung, ganz frisch. Und Jakob sagt zu Simon: Simon, das Lämpchen, es ist zu dir gesprungen. Du musst auf es Acht geben. Du musst auf ihn aufpassen. Beschütze es mit deinem Leben. Und das tut Simon nun. Er passt auf das Lämpchen auf und tut nichts anderes mehr. Es schaut, wo es hinspringt. Er schaut, wo es was zum Fressen gibt. Er schaut, dass nichts Gefährliches an das Lämpchen rankommt. Und nachts nimmt er es sogar unter seine Decke, damit er das Lämpchen warm und kuschelig hat. 6 Tage bleiben sie auf dem Hügel. Und die Schafe, sie grasen es ab. Und am 6. Tag ist alles Weideland abgegrast. Und Jakob sagt zu Simon: Simon, wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen neues Weideland finden, denn hier finden unsere Schafe nichts mehr zu fressen. Ich will dir helfen, die Schafe zusammenzutreiben. Aber Jakob winkt ab und sagt: Simon, pass lieber auf dein Lämpchen auf. Unser Weg nach Hause, er ist weit. Ruh dich aus, du brauchst deine Kräfte. Und Simon legt sich unter einen Olivenbaum. Er nimmt das Schäfchen, wie schon so oft, in seinen Arm und deckt es zu mit seinem Mantel. Und so schläft er ein. Aber plötzlich, da riecht er etwas. Er riecht Rosen. Und er riecht Lilien. Und es riecht nach Mandelblüten. Woher kommt das bloß? Simon versucht, seine Augen aufzumachen. Aber es geht nicht. Und dann hört er etwas. Es ist erst ganz leise, aber es wird immer lauter. Ein wunderschöner Klang, eine wunderschöne Musik. Aber plötzlich ist sie aus. Und Simon kann seine Augen aufmachen. Und er reibt sich den Schlaf noch aus den Augen und denkt: Was für ein wunderbarer Traum. Doch jetzt ist es passiert. Simon schaut um sich. Es ist weg. Das Lämpchen, das noch eben in seinen Armen lag, es ist weg.
Simon springt auf und macht sich auf den Weg. Er sucht überall. Er sucht die ganze Herde ab. Aber das Lämmchen, es bleibt verschwunden. Simon ist ganz traurig und ganz ängstlich und er fragt Jakob, was soll ich tun? Aber Jakob schüttelt den Kopf und sagt, Simon, du hast überall gesucht. Wir müssen nach Hause, wir können nicht noch mehr Zeit darauf verschwenden. Und so ziehen sie los mit ihrer Herde und sind ganz traurig. Und vor allem Simon ist traurig, dass sein Lämmchen jetzt weg ist. Zu Hause angekommen, gibt es Ärger. Großen Ärger. Abdon ist wütend. Simon, was ist dir passiert? Das Lämmchen ist weg. Welch Unglück, welch Unglück. Und Simon, er wird ganz klein und noch viel ängstlicher, denn Abdon ist ein großer Mann und furchteinflößend. Und Abdon, er schimpft und schimpft immer weiter. Und dann sagt er, Simon, mach dich auf den Weg, so lange, bis du das Lämmchen gefunden hast. Und Simon nickt und sagt, ja, Herr, ich mach mich auf den Weg. Ich werde es suchen und werde es suchen, bis ich es gefunden habe. Jakob hat schreckliche Angst. Er kann doch seinen jungen Freund nicht einfach so alleine loslaufen lassen, was für Gefahren da draußen wohl sind. Und Simon, er ist doch noch so klein, es ist doch noch ein junger Hirte. Aber da hat der alte Jakob eine Idee. Er ruft Simon zu sich und sagt, Simon, komm her, ich will dir etwas mitgeben. Ich gebe dir meine Laterne. Meine Laterne mit den vier Lichtern. Sie wird dir den Weg leuchten und sie wird dir Mut und Zuversicht spenden auf diesem dunklen Weg. Simon, pass auf dich auf. Und so macht sich Simon auf den Weg mit seiner Laterne mit den vier Lichtern. Und wir machen uns jetzt auch auf den Weg und gehen weiter und schauen, ob wir das Lämmchen mit dem Simon zusammen finden. Dann geht's los. Gehen wir auf den Weg. Simon, er macht sich auf den Weg und als erstes sucht er da, wo das Lämmchen natürlich verloren gegangen ist, auf dem Hügel. Überall sucht er, den ganzen Tag. Er sucht alle kleinen Verstecke ab, wo so ein kleines Lämmchen sich eben verstecken könnte. Langsam wird es schon dämmerig und die Nacht bricht herein. Aber da sieht er etwas, da bewegt sich im Schatten etwas. Simon läuft voller Freude auf dieses Etwas zu und er freut sich schon so sehr, dass er endlich sein Lämmchen gefunden hat. Aber da plötzlich breitet sich ein großer Schatten aus und ein großer schwarzer Mann steht vor ihm. Simon möchte wegrennen, er hat Angst, was dieser Mann wohl mit ihm vorhat. Aber der Mann, er ruft ihn her und sagt, Hirtenjunge, komm her. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tu dir nichts. So, Simon bleibt stehen. Und er überlegt. Aber er spürt, dieser Mann, er will ihm nichts Böses. Und so geht er hin. Und der große, schwarze Mann, er sagt, Hirtenjunge, was suchst du? Ich suche mein Lämmchen. Mein Lämmchen, es ist weg. Es ist davongesprungen. Und ich habe es schon den ganzen Tag gesucht. Und ich finde und finde es nicht. Der große Mann, er antwortet. Ist es so ein kleines, schneeweißes Lämmchen, ganz jung? Ja, hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Es ist schon eine Zeit lang her, aber es ist davongehüpft in diese Richtung. Wenn du dich beeilst, vielleicht findest du es noch. Vielen Dank, guter Mann. Vielen Dank für deine Hilfe. Kann ich dir etwas Gutes tun? Mir willst du etwas Gutes tun? So etwas hat noch keiner
zuvor zu mir gesagt. Weißt du, mein Leben, es ist im Dunkeln. Und die Menschen, sie fürchten sich vor mir. Da hat Simon eine Idee. Guter Mann, ich werde dir eins von meinen Lichtern schenken, damit es heller wird in deinem Leben. Damit dein Leben nicht mehr so dunkel ist. Und Simon nimmt eine Kerze, ein Licht aus seiner Laterne und gibt sie dem dunklen, großen Mann. Und er nimmt sie entgegen und er sagt, mir, einem Räuber, so ein Geschenk, so ein wunderbares Geschenk. Und es hört Simon nicht mehr. Und er ist schon weg mit seiner Laterne und seinen drei Lichtern. Und er sucht noch immer sein kleines Lämpchen. Und wir gehen weiter mit Simon. Wir machen uns auf den Weg und suchen das Lämpchen. Simon hat die ganze Nacht durchgesucht, aber gefunden hat er das Lämpchen nicht. Mitten in der Nacht hat er beschlossen, ich muss mich hinlegen. Ich brauche ein bisschen Schlaf, um Kraft zu tanken, um Kraft zu schöpfen, damit ich morgen wieder voller Energie suchen kann. Da, hinter den Hügeln, das sind Höhlen. Da werde ich mein Nachtlager aufbauen. Da bin ich geschützt. Aber plötzlich, Simon hat einen Moment lang nicht aufgepasst. Da springt etwas auf ihn zu und schnappt an seinen Mantel und hasst sich festgebissen. Simon kriegt Angst. Ein Wolf hat ihn angefallen. Was soll er tun? Er zittert am ganzen Körper und er schüttelt seinen Mantel, damit der Wolf endlich loslässt. Aber nachdem Simon geschüttelt hat, lässt der Wolf einfach los. Was für ein komischer Wolf. Ein Wolf, der gar nicht kämpft um seine Beute. Aber der Wolf, er verkriecht sich wieder zurück in die Höhle und er winselt. Und Simon merkt, mit dem Wolf, mit dem stimmt etwas nicht. Und er folgt dem Wolf in die Höhle und er merkt, dass die Pfote verletzt ist. Kratzer und vertrocknetes Blut. Überall, seine ganze Pfote ist voller Wunden. Simon nimmt ein Stück Leintuch, das er dabei hat, und er verbindet dem Wolf die Pfote. Er streichelt ihn sanft über den Kopf und er möchte gehen. Aber er merkt, der Wolf möchte, dass Simon da bleibt. Der Wolf möchte, dass Simon ihm Gesellschaft leistet. Aber Simon sagt zu dem Wolf, mein guter Freund, ich weiß, dir geht es gerade nicht gut, aber ich kann nicht bei dir bleiben. Ich muss doch weiter. Ich muss doch mein Lämpchen suchen. Da hat Simon eine Idee. Er öffnet seine Laterne und holt eine Kerze heraus. Das zweite Licht. Und er stellt es ganz nah zu dem Wolf und er sagt, ich kann nicht bei dir bleiben, aber ich erlasse dir mein Licht da. Ich lasse dir ein Licht aus meiner Laterne da. Und dieses Licht, es soll dir Helligkeit, es soll dir Licht und Wärme geben. Und dann wirst du wieder gesund. Und der Wolf,
Er schaut ganz zufrieden und er schaut so, als ob er ihm zulächeln würde. Und so macht sich Simon mit seinen zwei Lichtern weiter auf den Weg. Er braucht doch unbedingt ein Nachtlager, damit er am Morgen weiter suchen kann. Und so machen wir uns jetzt auf den Weg mit dem Hirten Simon und seinen zwei Lichtern und suchen weiter das kleine Lämpchen. Der kleine Hirte Simon, er machte sich wieder auf den Weg. Die ganze Nacht konnte er nicht schlafen, denn er grübelte, wo sein armes kleines Lämpchen wohl abgeblieben wäre. Da sah er schon von weitem eine große Stadt mit seinem großen Stadttor, wo viele Leute hineinkamen Tag für Tag. War sein Lämpchen vielleicht dorthin gelaufen? Vielleicht hatte es sich in den Straßen der Stadt verirrt und konnte jetzt nicht mehr raus aus der Stadt. Simon schöpfte neue Hoffnung und er ging schnell hinein in diese große Stadt. Am Stadtrand, an den Straßen, da sah er jemanden. Da sah er jemanden liegen, der immer wieder rief: Eine milde Gabe, eine milde Gabe. Hast du für mich eine kleine milde Gabe? Nein, eine milde Gabe habe ich nicht für dich, sagt Simon zu dem armen Bettler. Aber vielleicht hast du etwas gesehen. Hast du mein kleines weißes Lämpchen gesehen? Ich sehe hier nur Not und Hunger und Leid. Ein kleines Lämpchen, das habe ich hier nicht gesehen. Weißt du was? Simon hatte eine Idee. Nimm mein Licht. Nimm mein Licht heraus. Ich hab dann noch zwei Lichter. Eins kann ich dir geben. Und dieses Licht, es wird dir helfen. Es gibt dir Wärme und Licht und vielleicht auch ein bisschen Zuversicht, dass du hier nicht mehr so lange allein bleibst. Nimm es. Nimm ruhig mein Licht. Ich will es dir gerne geben. Und Simon gab ihm das Licht. Und er machte sich weiter auf den Weg, sein kleines Lämpchen zu suchen. Denn in der Stadt hatte er es nicht gefunden. Simon war den ganzen Tag unterwegs. Überall suchte er sein kleines Lämpchen, doch nirgends war es zu finden. Und jetzt, wo die Sonne unterging und es schon bald Abend wurde, brauchte er doch einen Platz zum Schlafen, einen Platz zum Ausruhen, um Kräfte zu sammeln für den nächsten Tag, um die Suche fortzuführen. Und Simon sah etwas, sah von Weitem ein schwaches Licht. Dort mussten Menschen sein, dort musste es einen Unterschlupf geben. Ein kleiner Stall, der ihm bestimmt für heute Nacht eine Herberge geben würde. Und Simon trat heran an den Stall und etwas kam ihm ungewöhnlich vor. Er schnupperte, er roch einen Geruch, einen Duft, den er schon kannte. Es roch nach Rosen, nach Lilien, nach Mandelblüten. Diesen Geruch kannte er aus seinem Traum. Aber hier war er Wirklichkeit. Und Simon traute sich, näher zu kommen. Er schloss die Tür einen Spalt breit auf und er sah hinein. Und er sah etwas. Na endlich, er sah es. Er sah sein weißes Lämmlein. Da vorne lag es. Aber jemand war bei ihm. Jemand, ein kleines Baby war bei ihm und er nahm seinen Mut zusammen und er trat näher heran. Und als er mit seinem letzten Licht bei seinem Lämpchen und bei diesem Baby ankam, da flackerte es nur ganz, ganz leicht. Das Kind neben dem Lämpchen im Stroh, es schaute ganz freundlich
und zuversichtlich. Und Simon wollte ihm etwas schenken. Simon wollte ihm sein letztes Licht aus der Laterne schenken, auch wenn es nur noch ganz schwach leuchtete. Aber Simon spürte, dieses Kind ist etwas ganz Besonderes. Dieses Kind, es wird Licht für die Welt sein. Es wird den Menschen Zuversicht bringen. Und Simon trat noch ein Stück näher heran an das Kind und an die Eltern, die daneben saßen und ihm freundlich zulächelten. Simon kniete neben die Familie nieder. Er streichelte sein kleines, schneeweißes Lamm, das er endlich nach so viel Suchen, nach so vielen Tagen gefunden hatte. Simon nahm seine Laterne und stellte das letzte Licht, das nur noch wenig Licht hergab, zu dem Kind. Und plötzlich wurde aus seinem kleinen Licht eine große Flamme, ein großes Licht. Das Licht, es breitete sich aus, nicht nur im Stall. Er hatte das Gefühl, die ganze Welt würde durch dieses Licht, durch dieses Kind erleuchtet. Und die Sterne draußen am Himmel, sie strahlten um die Wette. Sie strahlten mit Simons kleinem Licht und mit dem Licht des Kindes um die Wette. Und er hörte wieder diesen frohen Gesang, diese kleine Melodie. Und auch sie verbreitete sich hinaus aus dem Stall, hinaus auf die Felder, hinaus bis zu den Hirten, bis zu seinen Freunden, hinaus bis zur ganzen Welt.